Jetzt auf einmal bin ich wieder dein Bruder, oder? Der geht Warum denn? Keine Ahnung. Ja. Das Immobil einfach meine Route beansprucht, das wolltest du mir wann sagen? Okay, was willst du von mir dafür? Guck mal, das ist offensichtlich, wir sind ja alle nicht dumm, ist ja schon mies aus Arsch gezogen, ne? Wir hätten dir Bescheid sagen sollen, du wusstest vor 2 Tagen, also du kommst, weil du was brauchst. Was brauchst nein, du? Nein, nein, wir haben nichts anderes. Was bringt mir Geld? Okay, guck mal, wenn ich Waffen hier vor mir... Heikel, Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Heute fahr ich durch Beverly Hills, ey. Fahr ich durch Beverly Hills. Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Digga, kauf mir jetzt goldene Grills. Wow, man denkt, Alfonso Davis. Oh, Junge! Ja, okay, kommt langsam nach oben. Du kannst reinkommen, Bruder. Jetzt auf einmal bin ich wieder dein Bruder, oder? Der geht Warum denn? Keine Ahnung, ja. Ich muss fahren jetzt. Was ist passiert? Steigt ein, sonst fahren wir ohne. Hat sich portiert. Hallo? Erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe nach der Situation mit Rivera? Ja. Wo warst du? Ich hab euch jeden Tag probiert zu erreichen, Bruder. Jeden Tag. Und wen hast du probiert zu erreichen? Maus, dich. Und keiner war wach? Wir waren nie wach? Ja, gefühlt nicht, ne? Das Immobilien einfach meine Route beansprucht, das wolltest du mir wann sagen? Hab ich, komm mal mit. Könnt ihr mal weggehen? Ist das hier ein Treffen mit Mafia oder so? Genau das ist es, ja. Ja, aber nicht für alle. Schaut mal, Jungs. Guck mal. Ich hab's ja gesehen. Ihr seid im Krieg mit den Ballers, glaube ich. Crips. Mit den Crips. Mhm. Ihr seid nicht in der Lage, irgendwas gegen Young Reckless zu machen. Das auch wenn wir gerade nicht viele Leute sind. Das ist klar, aber das sagt ja auch keiner. Ich hab MOB gesagt, das mit der Route müssen die mit euch machen. Wir haben nichts damit zu tun. Nee. Auf jeden Fall, ihr hättet uns Bescheid sagen müssen. Das hab ich doch. Ich hab doch Maus angerufen. Also wie gesagt, wenn du willst, wir können das so klären. Oder wenn du willst, wir können das auch klären, wie ich immer meine Probleme kläre mit, ich provoziere dich so lange, bis du mich abschießt. Und dann kommen meine Jungs, knallen euch um, dann stellen wir euch an die Wand. Und dann habt ihr den doppelten Krieg und darauf habt ihr auch keinen Bock. Nein, ich schieße dich sowieso nicht um. Aber ich hab Maus Bescheid gesagt. Weder will ich gegen euch schießen, noch wollt ihr gegen mich schießen. Die Rivera-Situation war kacke. Die Situation nach 24 Stunden. Ich weiß es, aber ich habe zu dir gesagt, bring mir einen Beweis, bring mir Heroin. Beides hast du nicht getan. Aber guck mal, das ist nicht korrekt von dir. Bei Tusak habt ihr mein Jahr gereicht und bei Rivera nicht. Nein, weißt du, warum das nicht gereicht hat? Warum? Weil bei Tusak ist dumm. Rivera hat es schlau gemacht. Und wenn ich anfange mit dieser Politik, dass ich einfach nur ein Wort glaube, dann gibt es ein Problem. Tusak ist dumm. Tusak hat doch alles zugegeben, wenn man die bis unter Druck gesetzt hat. Ja. Rivera hat gedreht und gewendet. Okay, was willst du von mir dafür? Gewinnt ihr wenigstens gerade gegen Crips? Ja, aber halt mit harten Verlusten. Weil die immer 7 Stunden in der Hutschen. Sag mir, was soll ich machen? Weder möchte ich eine Familie jetzt schlagen, noch habe ich Lust, gegen euch zu schießen. Ich hab dir jetzt aber einen anderen. Aber die Route ist immer noch nicht abgegeben worden, ne? Ich hab denen die Route nicht gegeben. Doch, die Route ist weg. Nein, ich hab denen die Doch, nicht die gegeben. Doch, die Route ist vor 2 Tagen weg gewesen. Ich wusste das schon vor 2 Tagen. Ich hab meine Leute überall. Ich wusste das schon vor 2 Tagen. Die haben gesagt, die Route gehört ab jetzt denen und die Route gehört auch denen. Sei einfach glücklich, dass sie von dir nicht noch irgendwas fordern. Bezüglich Heroin und sonstiges. Ja, doch, haben die. Oh, ja. Komm her gleich. Das hat uns eh richtig gefickt, das Ganze. Wir hatten 5 Kriege deswegen. Wegen dieser Route und alles? Ja. Okay. Dann hast du voll auch dreckig aus deinem Herz. Dann machen wir das so. Du machst mir jetzt ein gutes Angebot. Ich sage ja und ich verpiss mich. Was willst du denn? Du machst mir ein gutes Angebot. Könnt ihr mal bitte weggehen jetzt, aber ehrlich? Hört ihr mich nicht? Hallo? Sie ja, du auch. Wer sich jetzt bewegt, zeigt, dass er sein Ding nicht... Ihr müsst einfach stehen bleiben und so tut, als wäre ich im Kopf. Jetzt habt ihr verkackt, Mann. Jetzt habt ihr verkackt. Die dürfen hier bleiben, das ist Leadership. Okay, dann hau raus jetzt. Was bietest du mir an? 100.000. Bleib ernst. Ja, siehst du, das ist mein Mann. Mein Junge. Ich weiß nicht. Ja, lass mich mit ihm reden. Der kennt mich schon lange. Ja, natürlich kennt er dich lange. Also hau mal raus. Guck mal, das ist offensichtlich, wir sind ja alle nicht dumm, ist ja schon mies aus Arsch gezogen, ne? Wir hätten dir Bescheid sagen sollen, du wusstest vor 2 Tagen, also du kommst, weil du was brauchst. Was brauchst nein, du? Nein. Es geht darum, dass ich euch eine Chance gegeben habe und da, wo ihr Hilfe braucht, da war für euch. Genau, und aber du würdest dir aus deinem sehr terminvollen Alltag keine Zeit rausnehmen, wenn du nicht was brauchst. Du bist hier, weil du was brauchst. Was brauchst du? Nichts Konkretes. Was ich brauche, ist ein Krieg. Aber okay. Den Krieg will ich nicht mit euch haben. Also wirklich, den will ich nicht mit euch haben. Deswegen, ich brauche eigentlich nichts. Aber guck mal, Mafia, ich hab's doch Maus gesagt. Das wäre doch seine Aufgabe gewesen, dir zu sagen, wenn du nicht schwach bist. Schritt 1. Geht auf buddyteam.com und kauft euch eure Must-Have-Produkte. Schritt 2. An der Kasse benutzt ihr meinen exklusiven Code Mandela, um 10% auf eure Bestellung zu sparen. Und jetzt eröffnet ein Discord-Ticket auf meinem Server und sendet uns das Bild von eurer Bestellung rein.
Hier geht's jeden Monat ab mit der Chance auf 150 Euro Vaditeam Store Gutscheine. Sicher euch jetzt eure Belohnungen. Ich hab's doch Maus gesagt, das wäre doch seine Aufgabe gewesen, dir zu sagen, wenn du nicht schwach bist. Schau mal, Gashi. Eine Sache musst du dir lernen, wenn ich hier komme und eine Forderung drücke und du 100.000 sagst und ich nee sage, mach mir einfach ein neues Angebot. Versuch nicht, die Schuldzuweisung zu ändern. Okay, Lucky, was schlägst du vor? Also soll die Forderung einfach mehr Geld sein oder brauchst du was anderes? Oder möchtest komm, du was anderes? Komm, Lucky. Mach mir ein Angebot. Was hältst du von 200.000? Schau mal, das ist das Problem. Unkreative Personen in diesem Staat machen den Staat kaputt. Wir haben nichts anderes. Was bringt mir Geld? Okay, komm wenn mal, ich Waffen hier vor sind mir... zu heikel, nein, Aufsätze, Munition, Weste, Verbandskästen, ich habe hier vor mir zwei der wohl schlauesten Zivis, ehemaligen Zivis stehen. Und das, was du mir anbietest, ist Geld. Wissen ist Macht, nicht das Geld. Was willst du wissen? Sag uns, was du wissen willst und du erfährst es. Ich brauche euer Versprechen. Ja. Ihr seid mir etwas schuldig. Okay, ich verspreche es dir. Das hättest du davor mit Lucky besprechen sollen. Aber gut, vergiss nicht. Schau mir in die Augen. Du hast gerade deine Seele verkauft. Irgendwann mal werde ich gut, zu dir kommen. Alles gut, wir haben keine Seelen mehr. Dann ist so oder so gut. Irgendwann mal werde ich zu dir kommen, werde sagen, was ich haben möchte. Und dann wirst du dir denken, hätte ich dann lieber auf 500 oder 800.000 erhöht. Alles gut. Aber es wird nicht sowas sein mit, gib mir Geld oder so. Es wird eine Aufgabe sein, wo dann die ganze Familie mit beteiligt ist. Alles gut. Ich glaube, du hast eh Bock auf sowas. Du bist so ein dreckiger, ekelhafter Zivi. Dann viel Glück gegen Crips und wenn ihr was braucht, dann sagt mir Bescheid. Gut, Mafia, alles klar, ja. Mafia. Ah, und die 60 Munition. Ja, die nehme ich stimmt. Mit. Die 60 Munition, ja, da war ja was. Genau. Die nehme ich mit. Warte, komm kurz mit. Und sagt der nicht von Anfang an, dass er 60 Munition. Nein, die nehme ich einfach so mit. Ich habe einen Gefallen und Munition. Okay. Du hast mir ja letztes Mal gegeben, die 60 Munition. Aber nächstes Mal schreib einfach SMS, wir bringen dir vorbei. Du brauchst dir nicht so viel Aufwand 636. Schreiben geht auch, wenn wir 4 Franken Krieg gerade haben. Okay, easy. Wenn irgendwas brauchst, sag mir Bescheid, ja? Oh nein, Bro, ciao. Ist das euer Ding-Auto? Nein, kannst du nehmen. Perfekt. Geh mal runter. Okay, der ist im Kopf, der ist im Kopf. Runter. Hallo, ich bin im blauen Auto. Gashi ist geklärt. Sollen wir den Gashi dann dahin bringen? Ja, könnt ihr dorthin bringen. Jetzt müssen wir mit Tusak bzw. Grace reden. Das wird der Krieg sein. Wer denn? Fahr das Auto mit denen, der den Fahr Grace. Kurz rein. Och, Bruder. Er ist so erleichtert, 100%. Weil es ist nur, weil er 10 Subs verschenkt hat. Deswegen habe ich RP gemacht. Deswegen habe ich auch RP gemacht, Bruder, weil du 10 Subs verschenkt hast. Dafür sollen wir bei Grace mitkommen oder auch in der Kolonne bleiben? Kommt mit. Okay. Anwesend ist auch komplett leer. Sucht wo und fahrt dorthin, aber ohne erstmal aggressiv. Wir müssen nur mit beiden Parteien reden.